Hallo zusammen, heute machen wir uns mal einen richtig leckeren Räucherlachs. Und wenn du wissen möchtest, wie man sowas Leckeres macht, dann heißt es für dich dranbleiben. Ja. Hallo liebe Freunde von Dikistaner Barbecue und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video. Tja Leute, was musste ich selber jetzt mit Erstaunen feststellen? Auf meinem Kanal gibt es kein einziges Video zum Thema Fisch. Tja, und um das abzustellen, habe ich mir gedacht, komm Sören, dann leg mal gleich damit los. Fangen wir an mit dem ersten Video zum Thema Fisch. Genauer gesagt, Lachs. Bei mir wird es dann heute mal einen leckeren Lachs geben. Den machen wir aber nicht auf dem Grill. Da habe ich mir gedacht, ich mache mal einen leckeren kaltgeräucherten Lachs, einen schönen Räucherlachs. Das habe ich letztes Jahr zur Weihnachtszeit auch schon einmal gemacht und ich muss euch sagen, da könnt ihr jeden fertigen Lachs im Kühlregal im Supermarkt stehen lassen. Dauert eigentlich auch gar nicht so lange. Plant mal da vielleicht so 7, 8, 9 Tage maximal ein und dann habt ihr einen richtig geilen selbstgemachten Räucherlachs. Und wie ich den genau mache, das zeige ich euch heute. Die benötigten Zutaten dafür, die stehen schon hier bereits vor mir auf dem Tisch und die schauen wir uns jetzt mal eben fix zusammen an. Tja, die Zutaten, die wir benötigen, um unseren leckeren Räucherlachs selber machen zu können, sind relativ überschaubar. Natürlich als Ausgangsprodukt brauchen wir erstmal einen schönen Lachs. Da habe ich hier eine wunderbare 750 Gramm schwere Lachshälfte. Die sieht schon mal sehr gut aus. Dann brauchen wir jede Menge frischen Dill. Wir brauchen etwas Pfeffer, hier frisch gemahlen bei mir. Wir brauchen etwas Salz. Wir brauchen etwas Zucker. Und hier habe ich noch den Abrieb von einer Zitrone. Das war es eigentlich schon, was wir brauchen, um uns eben halt den Lachs erstmal selber zu beizen und eben halt ein bisschen liegen zu lassen. Um die ganzen Gewürze miteinander zu vermengen, habe ich jetzt hier noch eine Schüssel und einen Löffel. Und in der Zeit, wie der Lachs beizt, habe ich hier so eine Konsistform. Da werde ich den Lachs drinnen reinlegen und eben halt mit ein bisschen Klarsichtfolie abdecken, sodass eben halt auch gewährleistet ist, dass da nichts irgendwie noch reinkommt oder was weiß ich, irgendwelche Tierchen vielleicht doch noch den Weg in den Kühlschrank finden oder sonstiges. Decken wir den Fisch einfach eben halt sicherheitshalber noch schön ab. Ja, bevor wir jetzt richtig loslegen können, brauche ich noch was, und zwar ich brauche noch ein Messer, weil ohne Messer kann ich den Dill nicht klein hacken. Und freundlicherweise hatte mir ja die Firma Wolfgangs Classics eine Messerserie zukommen lassen. Dafür nochmal recht herzlichen Dank. Und damit ich den Dill auch anständig schneiden kann, nehme ich heute das Kochmesser. Tja, dann würde ich sagen, kommen wir schon mal zum ersten Schritt, und zwar zu dem Lachs selber. Was ist darauf oder worauf muss man achten bei dem Lachs? Erstens bin ich der Meinung, ich nehme immer nur frischen Lachs dazu. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch auch schon Erfahrung mit Tiefkühllachs hat. Kann er ja gerne mal unten in die Beschreibung reinschreiben, ob das damit auch funktioniert und wie es funktioniert hat und ob es auch geschmeckt hat. Ich persönlich bleibe aber immer bei Frischfisch. Und er sollte optisch eigentlich nur ansprechend sein und nicht unangenehm riechen. Dieser Lachs hier sieht optisch sehr gut aus. Er riecht angenehm nach Fisch, aber stinkt nicht nach Fisch. Er schmiert nicht, er ist trocken. Und ganz wichtig, gehen wir jetzt hier einfach mal so durch das Filet und tasten uns mal durch, ob wir vielleicht noch die eine oder andere versteckte Gräte finden. Habe ist jetzt hier bei mir nicht der Fall, ich habe da keine Gräte bei. Und dann können wir den Fisch dann jetzt auch anfangen zu beizen. Ja, um den Lachs oder um die Lachshälfte dann jetzt anständig beizen zu können, brauchen wir natürlich, wie gesagt, unsere Gewürze dafür. Dann habe ich jetzt hier meine Schüssel und ich fange jetzt einfach mal mit dem Salz an. Also ja, eigentlich nehme ich immer so 70, 80 Gramm Salz pro 1 Kilogramm Fisch. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, so um die 750 Gramm Lachs vor mir liegen und bei 80 Gramm Salz mit 750 Gramm Gewicht bin ich so bei 60 Gramm Salz. Das gebe ich jetzt hier schon mal in die Schüssel. Als nächstes habe ich dann den Zucker. Bei Zucker sage ich so 40 Gramm pro Kilogramm Fisch. Bei 57 Gramm habe ich jetzt hier natürlich dann 30 Gramm Zucker. Und
beim Pfeffer, beim grob gemahlenen Pfeffer, sagt man so roundabout, so maximal 2 Gramm pro Kilogramm Fisch. Ich habe jetzt hier bei 750 Gramm, habe ich jetzt 1,5 Gramm frisch gemahlenen Pfeffer. Gebe ich jetzt auch noch mit rein. Und ich habe jetzt hier, wie gesagt, noch den Abrieb einer ganzen Bio-Zitrone. Achtet eben halt einfach darauf, dass ihr eine Zitrone nehmt, die eben halt nicht behandelt wurde, wo die Schale eben halt essbar ist. Dann seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und die Zitronenschalen kommen jetzt mit in die Schüssel. Dann mengen wir das uns schon einmal durch. So. So, um jetzt ein bisschen Platz zu haben auf dem Brett, packe ich mir den Lachs schon mal in meine Konsistform. Nehmen den auch schon gleich mal ein bisschen aus der Sonne. Aber keine Angst, wir haben aktuell jetzt hier so um die 5, 6 Grad. Das ist also noch kalt genug. Jetzt kommt unser Dill dran. Und ich bin der Meinung, wie beim letzten Mal, wo ich den Lachs einmal zubereitet habe, gibt der Dill noch mal einen super harmonischen Geschmack mit ab. Ja, und den Dill, den hacken wir jetzt einfach so mit Stiel, mit allem drum und dran, hacken wir uns den Dill jetzt einfach fein runter und dann kommt er gleich mit in die Gewürzmischung. So, ich denke, unser Dill ist jetzt klein genug gehackt. Das sollte ausreichen. Wirklich sehr scharfes Messer. So, dann können wir jetzt zum Beizen. Dafür, wie gesagt, nehmen wir uns unseren Fisch. Machen wir mal gerade ein bisschen Platz. Und darauf, auf die Fleischseite, da kommen dann jetzt unsere Gewürze drauf. Salz, Zucker, Pfeffer und unser Zitronenschalenabrieb. Einfach schön so verteilen, dass wirklich überall am Fisch die Pökellake drauf kommt. So, verteilen wir das noch ein bisschen. Vorne an der Schnittfläche natürlich auch. Und wenn wir dann jetzt alles schön verteilt haben, so, dann kann schon der Dill gleich mit drauf. Das sieht schon echt klasse aus. Bis nach hinten zum Schwanzende. Ich denke mal, das haben wir jetzt schön verteilt. Und dann sind wir quasi schon mit unserem ersten Arbeitsschritt ja fast fertig. Jetzt werde ich mir noch ein wenig Frischhaltefolie abschneiden. Tja, und genauso geht der Fisch dann jetzt bei mir in den Kühlschrank für die nächsten 2 Tage, so bei 5, 6 Grad. Und wenn die 2 Tage vorbei sind, dann sehen wir uns wieder. Also bis gleich. So, 2 Tage sind jetzt vorüber. 2 Tage, wo der Lachs eben halt jetzt Zeit gehabt hatte, um in Ruhe zu beizen. Und jetzt gehen wir in den nächsten Schritt. Aber vorher würde ich sagen, schauen wir uns den mal zusammen an. Die Folie, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die nehmen wir mal ab. Boah. Kommt jetzt schon ein herrlicher Dillduft nach oben. Ja, der riecht gut. Und jetzt schiebe ich das hier schon mal beiseite, weil der nächste Schritt ist nämlich jetzt, jetzt müssen wir nämlich den kompletten Lachs einmal unter fließend kaltem Wasser schön sauber abspülen. Das ganze Salz, das ganze Gewürz einmal ordentlich abwaschen. Und das, was ich hier so sehe, also der hat schon ordentlich Flüssigkeit verloren.
denke mal, das sieht man. Die Farbe, finde ich, hat sich auch schon ein wenig verändert. Sie ist jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen fleischiger geworden. Ist eine schöne Farbe. Wie gesagt, ist ein wunderbarer Duft momentan. Und den, den bringe ich jetzt in die Küche. Wie gesagt, da werde ich ihn ordentlich und gründlich unter fließend kaltem Wasser abspülen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und nachdem ich den Lachs dann, wie gesagt, unter fließend kaltem Wasser schön gründlich und ordentlich sauber gewaschen habe, habe ich ihn ganz einfach mit ein bisschen Küchenkrepp trocken getupft. Und jetzt kommt der Lachs so, wie er ist. Habe ich jetzt hier noch so, eine, ja, so ein kleines Gitterrost, passend zu dieser Konsistform. Und da drauf lasse ich den jetzt so die nächsten, ja, ich denke mal, doch 2 Tage im Kühlschrank in Ruhe trocknen. Einen Tag werde ich nicht schaffen, weil ich muss zwischendurch auch noch arbeiten. Da bin ich auch wieder für 24 Stunden weg. Und daher denke ich mal, wird er dann 2 Tage im Kühlschrank trocknen. Ich denke mal, das tut dem keinen Schaden. Und nach den 2 Tagen, nachdem er dann ordentlich getrocknet ist, da können wir dann eben halt ganz entspannt mit den Räuchern beginnen. Und da freue ich mich schon drauf. Jo, da sind wir wieder mit unserem Lachs, der jetzt die letzten 2 Tage bei mir im Kühlschrank war und schön trocknen konnte. Und was soll ich sagen? Der sieht so schon mal phänomenal aus. Riecht fantastisch und er ist wirklich schön getrocknet. Und jetzt können wir ihn räuchern. Tja, und um unseren Lachs dann jetzt eben halt fertig zu räuchern, brauchen wir natürlich noch ein bisschen was. Da habe ich dann natürlich hier erstmal meine Räucherschnecke. Die Räucherschnecke ist so ausgelegt, dass wenn ich sie von einer Seite anzünde, sie ungefähr so um die 12 Stunden durchqualmt. Und wenn ich sie von beiden Seiten anzünde, dann eben halt die Hälfte, also 6 Stunden. Das werde ich heute auch machen. Ich werde nämlich den Lachs 2x für 6 Stunden kalt räuchern. Und zwischen den Räuchergängen werde ich den Lachs einmal so für 24 Stunden im Kühlschrank einmal ein bisschen ruhen lassen. Und dann kommt der zweite Durchgang. Dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Späne, Räucherspäne. Da habe ich ganz normale Buchenspäne, so in der Körnung von, ja, 0 bis 2 mm. Das schaut ungefähr so aus. Also ganz feines Räuchermehl, Buchenmehl. Und damit werden wir uns dann jetzt erstmal gleich die Räucherschnecke befüllen. Die kann schön üppig gefüllt werden. Ein bisschen fest andrücken, nicht zu fest, nur ein bisschen. Und dann werden wir eben halt mit so einem Domfeuerzeug, werden wir dann eben halt die Räucherschnecke entzünden. Räuchern werde ich meinen Lachs auf meinem Kugelgrill. Dafür habe ich hier meinen schwarzen Weber Kugelgrill. Der ist jetzt eigentlich nur noch dafür da, um Kleinigkeiten, kleinere Mengen für mich zu räuchern. Da brauche ich jetzt nicht meinen großen El Fuego Portland anschmeißen für. Das ist mir zu groß. Mir reicht die kleine Kugel und da kommt der Lachs dann gleich drauf. Aber zuerst müssen wir jetzt erstmal unsere Schnecke befüllen. So, jetzt packe ich den Fisch mal kurz ein Stück an die Seite. Und dann habe ich hier meine Schnecke. Und die füllen wir uns jetzt einfach erstmal ein bisschen. Und wenn die Schnecke dann jetzt so weit gefüllt ist, dann, wie gesagt, mit einem leichten Druck ein wenig andrücken. Und jetzt können wir sie auch schon mal gleich entzünden. Das mache ich dann, wie gesagt, mit meinem Sturmfeuerzeug. Einfach auf der einen Seite dran halten. Die zweite Seite ist auch gleich so weit. Und dann stellen wir die Räucherschnecke, nehme ich schon mal zu mir in den Grill. So, Deckel auf. Räucherschnecke rein. Dann kommt das Gitter drüber. Und dann nehmen wir uns unseren Lachs. Den lasse ich auch auf diesem Gitter von der Konsistform mit drauf. Und stelle den Lachs einfach über die Räucherschnecke. Deckel wieder drauf. Und hier oben am Lüftungsregler mache ich so 2/3 zu, damit wir eben halt so viel wie möglich an den Rauch auch in der Kugel behalten. Der Rest kann dann raus. Und so lassen wir es jetzt einfach mal die nächsten 6 Stunden schön kalt räuchern. Tja, wie geht es dann jetzt weiter? Wenn der Lachs die ersten 6 Stunden Räuchervorgang hinter sich hat, dann kommt er erstmal bei mir im Kühlschrank. Darf sich dann nochmal für 24 Stunden entspannen. Dann wird er nochmal für 6 Stunden geräuchert. Geht danach wieder für 24 Stunden in den Kühlschrank. Und danach, denke ich, können wir den Lachs dann auch rausholen, anschneiden und ein schönes Kostali machen. Ta-ta-ta-ta! Der Lachs ist da!
Und ich muss ganz ehrlich sagen, er sieht phänomenal aus. Schön fest geworden. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, steif wie ein Brett. Hat eine richtig gute Farbe. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, wenn ich es mal in die Kamera halte. Richtig schöne, gute Farbe. Er riecht schön nach Rauch, aber nicht übertrieben. Ich rieche auch immer noch den Dill raus. Und ich würde mal sagen, bevor ich hier den ganzen Fisch voll sabber, schneiden wir uns jetzt erstmal ein paar Scheibchen runter. Ich freue mich ja. Aufgeregt. Ich muss sagen, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich würde mal sagen, jetzt wird probiert. Ja, nachdem wir dann jetzt ein paar Scheibchen runtergeschnitten haben, muss ich jetzt unbedingt kosten, weil mir tropft jetzt echt der Zahn. Ich habe jetzt hier mal so ein schönes Scheibchen. Und wenn das jetzt alles genauso schmeckt, wie es riecht und wie es aussieht, dann haben wir alles richtig gemacht. Na dann. Hauen wir uns das Ding auf den Zahn. Absolut mega Bombe. Super zart. Der schmilzt auf der Zunge. Das war exakt die richtige Menge Salz. Den Dill schmeckt man super raus. Und eine schöne, angenehme, rauchige Note. Genau so muss Räucherlachs schmecken. Und ich muss noch mal. Kinders, glaubt mir. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn ich Frühstück mit meiner Familie mache, Lachsfrühstück, dann bin ich nicht so der Fan von dieser Gravatsoße. Ich mache mir da lieber immer so ein schönes Häubchen Sahnemeerrettich drauf. Und das probiere ich jetzt auch mal zusammen mit Sahnemeerrettich. Ja. Kleck Sahnemeerrettich drauf. Und jetzt noch mal guten Hunger. Tja, also bevor ich jetzt hier gleich zusammenbreche, weil das echt so geil schmeckt, das schmeckt richtig, richtig geil, muss ich das Video jetzt einfach beenden, weil ich könnte jetzt hier noch mal 5 Kostalis machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt es mir durch einen Daumen nach oben. Wohlwollende Kommentare sind immer gerne gelesen. Mein Kanal, den könnt ihr hier unten abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Und natürlich denkt dran, auch die Glocke aktivieren, denn nur wer die Glocke aktiviert hat, der wird auch immer regelmäßig informiert, wenn ich ein Video raushaue. Muss ich mal sagen, ich bin jetzt mal ganz schnell raus. Tschüss, ciao, euer Sören von Jukis Deiner Barbecue. Ciao. Das ist der Wahnsinn. Da kann jeder Lachs im Supermarkt einpacken und nach Hause gehen. Das mache ich viel zu selten. So, jetzt ist Schluss, sonst ist er gleich leer. Ciao.